Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kashi. Da sind wir wieder am Ende der Welt. Irgendwas Hexfee. Was häng ich hier fest? Achso. Ah, ich habe heute wieder so eine relativ lustige Diskussion gehabt. So hauptsächlich die Frage, aber Kashi! Du hast dich ja verspätet mit den Gothic-Folgen. Warum nimmst du nicht viel mehr vorher auf? Als Reserve. Nein. Das nimmt ja dann ja die Möglichkeit, dass die Community mitmachen kann. Ja, aber Kashi, warum? Nein, Kevin. Nein. Einfach nein. Ich meine, es ist doch verständlich. Oder? Ich meine, ich möchte ja gerne, dass meine Community mitmachen kann, miträtseln kann und auch Tipps geben kann und naja, so richtig dabei sein kann, ja? Und nein, Kevin. Ich nehme keine 500 Folgen vorher auf. Und in dem Fall, wie ich ihn habe, dass ich mich komplett kaputt mache, bin immer noch leicht verbogen. Ja, das heißt leicht verbogen, du bist komplett verbogen. Dein Rücken ist so im Arsch. Ja, aber auch in dem Fall, ja. Muss man halt damit leben. Probieren wir mal Innos Zorn aus. Ja, aber im Ernst, da muss man damit leben. Einhandwaffe, mhm. Hat ein schlechtes Timing. Oh Gott. Leute! Wollt ihr mitkämpfen? Wenn das ganze Team mitmacht. Sogar die Erfahrungspunkte. Ja, Teamarbeit. Ja, aber irgendwie tut mir ja Innos Zorn nicht wirklich gefallen. Da fällt mir irgendwie der ich weiß nicht, da fehlt was. Da fehlen die Blitze. Aber hey, so dass Team mal mitgekämpft hat. Keiner verletzt ist, hoffentlich. Ja, komm her, nerviges Hündchen. Sorry, Innos Zorn, aber du bist scheiße! Allein schon wegen den Zufallsschaden macht Belias Klinge einfach mehr. Oh fuck. Natürlich wurde ich vom Obermacker gesehen. Ne, sorry. Die Klinge Belias macht einfach mehr. Wo? Wo? Hier hat gerade irgendjemand seine Klinge gezogen. Wo?
Ach, der. Ich meine, seht euch den Multiplikator an, durch den Zufallsschaden, den ich auch mit in Einhänder, weil ich, da bin ich Kämpfer, ne? Einhänder, Multiplikator. Dann noch der Zufallsschaden. Mit dem Blitzen. Und dann noch der reguläre Schaden, den Belias Klinge macht. Ihr seht, um wie weit es besser ist. Und dazu kommt noch der Multiplikator für den kritischen Schaden. Alter, ich fick euch hier. Ah, da hat man gerade gesehen, wie schnell, wie seine Leben schnell noch dagegen. Das war der Multiplikator für den kritischen Schaden. Oh fuck. Oh fuck. Ich halte zwar einen kleinen Ticken mehr aus, aber nicht so viel. Ich das irgendwie. Ich weiß nicht überhaupt, warum ich so viel Geld ausgegeben habe für eine schlechtere Klinge. Ich weiß das nicht. Warum habe ich so viel Geld ausgegeben für eine deutlich schlechtere Klinge? Keine Ahnung. Ich meine, ich hau im Belia drauf. Könnte schon fast wieder ein Ork-Friedhof sein, ne? Also nicht für Ork-Friedhof, für so eine Ork-Stadt. Wie in Teil 1. Das wird eigentlich keiner von meinen Kollegen begleitet. Schon belastend, ne? Oh, scheiße. Hier hilft jeder mal eben wegrennen. Na, scheiße. Hättest du nicht nach hinten sehen sollen. Komm, ich locke sie jetzt einfach mal mit. Haben die Jungs auch mal was zu tun. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh fuck, ich wollte nicht. Warum hättest du mal alles an? Nein! Oh. Oh nein, Lester! Milton! Lester! Nein! Ah, fick ne Hölle. Dabei war die Idee so gut. Oh.
Okay, jetzt seid ihr zu viele. Da muss man einfach mal kurz weg. Jetzt verteilen sie sich nur hier oder was? Nee. Na, zumindest er verteilt sich hier. Aber dass selbst meine eigenen Kameraden zu schwach sind. Ein bisschen belastend. Na, siehst du mich? Siehst du mich? Ist das stammisch? Weg vom Schaman. Denn der kommt jetzt. Das sieht schon mal gut aus. Und das ist ein Troll. Komm her, Hundi. Ding 2 ist schon wieder doof. Aber auch nur, weil ich es nicht mag. Ja, gut, wenn ein paar mehr draufstürmen, aber ich mag sowas nicht. Nein, ich mag es nicht. Überhaupt nicht. Na, wenigstens greift er ein bisschen Geld ab. Und hier haben wir schon alles. Ich finde, vielleicht habe ich ein bisschen zu wenig Leben. Ein bisschen. Dass ich hier wirklich bin, oh Gott. Immer gerade, bist du hier gerade wirklich im Spiel? Warum hast du noch nicht aufgegeben? Warum spielst du das? Oh, wie viel haben wir jetzt? Wie geht? Tue ich mit einem mich mal anzuhütten. Ach, ich kämpfe so beschissen. Troll könnte jetzt Hammer werden. Ihr könnt hammerhart werden. Warum habt ihr überhaupt einen Troll hier? Schönes Ding. Ach. Ich bin ja immer noch meine Sammlung am Digitalisieren. Ich sollte mal auf Start drücken, ich Idiot. Ja, du solltest auf den Laptop mal auf Start drücken. Ansonsten rührt sich da nichts. Manchmal bin ich dämlich. Aber in dämlich sein bin ich gut. Heilkraut, 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 Heilwurzel, Feuerwurzel. Okay, hier sieht er mich nicht. Siehst du mich, da willst du... Aha. Da brachte ich so wieder die Werbung ein. Soll ich noch in euer Haus kommen? Ah, frag am besten gar nicht. Klung.
Der geht nicht durch, oder? Nö. Einfach nein. Komm, lass mal einen Goblin raus. Der nicht da gespawnt ist, wo ich das erwartet hatte. Na scheiße. Das lief auch nicht so, wie ich das gerade erwartet hatte. Da sollte ich jetzt mal einen Quicksave machen. Das lief jetzt echt nicht, wie ich es wollte. Müssen wir überlegen. Böses Vernichten. Heiliger Himmel! Ah, was hast du jetzt schon wieder aufgeschrieben? Das war der Oberst. Hebel. Hebel. Machen wir mal ein Safe. Ja, ich weiß gerade, ich habe das gerade Rollen verbraucht, ne? Aber, egal. Kevin, wo kommst du denn her? Bist du viel zu weit gekommen, du? In unser innerstes Heiligtum wirst du nicht gelangen. Und warum stirbst du wieder so schnell, Kevin? Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, wann stirbst du? Oha. Mal sehen, wer es durchschafft. Ich bin stolz auf euch, dass ihr nacheinander kommt. Das macht es mir leichter. Und du gar nicht mehr in der Nähe warst. Oh fuck. Bitte nacheinander. Fragen, willst du nicht ankommen?
Okay, suchen, ne? Oh, auf mit mir zu reden, Kevin. Wirklich, hör auf damit. Bis hierher hast du es geschafft. Doch mir kommst du nicht vorbei. Was war das gerade, Kevin? Doch mir kommst du nicht vorbei. Tot. Bitte nacheinander. So ist recht. Macht es mir schön einfach. Dracheneier. Nehmen wir mit. Kann man vielleicht essen. Oder? Okay, ich will jetzt nicht die Linken anlocken, ich will jetzt nur die euch. Nee, das war jetzt nicht so geplant. Das war nicht geplant. Gruppenzwang ist lästig. Sehr lästig. Mach mal CC2. Klingt vernünftig. Du hängst noch gut. Okay. So wollen wir das sehen, genau so. Bisschen rumtricksen und dann geht das schon. Eigentlich brauche ich seine Waffe nicht, oder? Ah, vielleicht können wir sie am Schiff verkaufen. Nehmen wir mal euren Schrott mit. Vielleicht kann man es ja wirklich am Schiff verkaufen. Das wäre... Ist ja cool. So. Was ist die Musik eigentlich? Wie viele ist das nur einer? Aber wie viele er dann wohl anlockt? Einen. Einer bleibt einer. Was ist das? Alter Brief. Ich habe versagt, meine Bemühungen, Inubis auf dem Pfad der Rechtschaffenen zurückzubringen, waren vergebens. Erst dachte ich, ich sei tot, doch es steckt noch Kraft in meinen alten Knochen, Ivans. Inubis ist wieder auferstanden von den Toten, verbannt vom alten Orden der Paladine sind er nur noch nach Rache für seinen Fluch. Viele seiner Anhänger sind ihm gefolgt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass ein Helter wie Inubis so dem Bösen verfällt. In dieser Krypta habe ich sein Grab gefunden, doch ob ich jemals einen Menschen davon berichten kann, ist nicht gewiss.
Darum schreibe ich diese Zeilen in der Hoffnung, dass sie gefunden werden. Seid gewarnt, ein mächtiger Feind steckt seine Klauen nach den Seelen der... Seine Seelen... Was? Also den Seelen der rechtschaffenden Innobis wird nicht der letzte sein. Möge Innos eure Seelen beschützen, Ivan. Oh. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Gut. Gut. Wollen wir aber noch ein paar Hexenmenschen töten. Und da ist ein Drache. Ach, scheiße. Okay, du würdest wahrscheinlich... Der Einzelne da würde die wahrscheinlich gerne anrufen. Hm. Probieren wir mal nur gegen drei anzukommen. Das klappt. Warum zu ficken? Hier ist ein Drache. Im Ernst. Haben wir den 20er? Lebensenergie? 30 sogar. Fünf, zwölf, nimm mal. Oh, was anderes zum Hochheilen. Ich will nicht ganz die Tränke verbrauchen. Ah, das könnte ausreichen. Ach, warum ist da ein Drache? Ah, ich hab's versucht. Könnte wehtun. Oder Kashi schafft es einfach. Oh, die war nicht abgeschlossen. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Okay, links, rechts, rechts, links, rechts. Zumindest keine seltsamen Geräusche gerade. Ich habe immer wieder Angst, dass, wenn ich die Truhe öffne, Feinde hinter mir spawnen. Was kann ich bloß mit den Dracheneiern machen? Essen? Kann man sie essen? Links, rechts. Links, rechts, links, links. Links, rechts, links, rechts, links. Drrrt. Ist mal ernst, kann man die Dracheneier essen? Gibt sie Stärke? Oder willst du gar nicht sie Stärke geben? Wollen wir Dracheneier? Suchen wir mal. Da. Das Ei ist warm, von innen hört man leises Kratzen. Aber du kannst sie nicht essen. Ich hätte sie gerne gegessen. Rechts, links. Rechts, links, links, rechts. Ah. Rechts, links, links, rechts, rechts. Links, links. Dritt. Ich stelle mir das gerade lustig vor. Da ist ein Baby drin. Weg. Links, rechts. Okay. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links. Wieder ein bisschen Geld. Ist das Auge in uns überhaupt aufgeladen? War ich nicht. Nehmen wir mal Lebensenergiebonus. Ach ja, wo war das Auge Innos? Da muss ich. Nee.
Unzufriedenheit, aber egal. Oh, irgendwas zu fressen. Das Auge in uns ist schon mal da. Gut, dass ich ein paar Dämonenrollen mitgenommen habe, weil ich weiß nicht, ob ich das mit Dämonen schaffe oder ohne. Das kleine Baby da. Drr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 r
Wirklich? Orks. Damit wollte ich eigentlich nur wieder normal zurückgehen, aber... Ich wollte auch noch ein bisschen bei Laune halten. Aber schön, dass er wieder spawnt. Wir haben erst 36 Minuten. Warum spawnt er eigentlich auf meinem Rückweg? Ihr habt doch nicht meine Mannschaft überfallen, oder? Doch, überfällt gerade meine Mannschaft. Ich hab's immer noch drauf. Mist, viel weniger. Schon drin wo gekämpft? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Noch mehr Ärger. Hier, wo wird gefickt? Ja, warum haben sich hier Orks reingeschlichen? Kann mir das mal bitte einer verraten? Vor allem wie? Und vor allem, wie habt ihr das unbemerkt geschafft? Verdammt nochmal beeilen! Der nächste Angriff der Orks wird uns das Leben kosten! Ich tue, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann hilf mir und hör auf zu meckern. Das werde ich auch. Geh vor, mach schon. Was auch immer. Also, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hans rein, Akashi. Und dann sehen wir mal, wie es dann weitergeht morgen. Könnt mich auf jeden Fall unterstützen. Komm mir aber like, erzählt euren Freunden von mir oder könnt mir auch supporten. Bis denn und tschüss. Der arme Kerl.